Schönen guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir jetzt neues cooles Zeug gekauft. Oh, es hat geklopft. Wer kann das sein? Ich kann es nicht sehen, weil ich nicht durch die Laste gucken kann. Gucken wir mal nach. Hallo, Herr Ineptias? Oh, was gibt's? Gibt's Probleme? Ja, ich kann das Weed draußen riechen. Wie riechst du das denn? Halt dich ans Skript. Okay, tut mir leid. Photosynthese. Ist auch egal. Also, das Weed. Was? Hier wird nichts Illegales illegal konsumiert? Kann ich mal reinkommen und mich umsehen? Hast du einen Durchsuchungsbeschluss? Nein. Ja, dann nicht. Oh, was höre ich da? Das hört sich nach einer zweiten Person an. Gefahr in Verzug. Ich werde nun eintreten. Die Tür willst du eintreten? Wenn du die zumachst? Nee, dann lass ich die lieber auf. Gute Entscheidung. Aber ich brauche noch einen Moment, Ich bin nackt. Was ist denn in dieser Schublade drin? Nichts. Was hast du denn da eben dran gemacht? Woher weißt du das? Habe ich gehört. Und durch deine Reaktion weiß ich jetzt, dass du in einer Schublade warst. Ja, ich habe meine Sachen da rausgeholt. Dann mach die mal auf. Willst du meine Sachen sehen? Nein, ich will wissen, ob da noch was anderes drin ist. Wenn du dich fragst, wo der her ist, der ist von Ikea. Nein. Doch, das ist der Björn oder so. Björn? Ist das nicht der Bär? Kann auch sein. Jetzt mach auf. Aha, was ist das denn? Gut, dass er zensiert ist. Ich gebe mir sehr viel Mühe bei meinen Videos. Das ist nicht das, wie das aussieht. Ach, nein. Nein, Graskopf, das ist anderes Gras. Aber es ist trotzdem illegal. Aber du hast keinen Durchsuchungsbeschluss und kannst den nicht vor Gericht verwenden. Aber ich darf hier rein wegen Gefahr. Hier ist niemand in Gefahr. Ah, Hilfe! Was war das? Was? Der Schrei. Ach, ich war das. Meine Schuhe quietschen. Hör auf damit. Mach die Schublade auch auf. Ah, Hilfe! Licht! Oh mein Gott. Was ist das? Ein Stift. Ich helfe Ihnen. Alles gut. Nein, stopp! Ich box dich weg. Hast du eine Box? Nee. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden.